Gerade ist das neueste Album fertig geworden. Im Herbst geht's auf Tour durch ganz Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass Jen von Großstadtgeflüster heute noch Zeit für ein Interview hatte. Herzlich willkommen bei Eine Stimme. Hallo, danke schön. Ihr macht ja doch sehr optimistische und sehr fröhliche Musik, also sehr partytauglich, viel Konfetti, viel Glitzer. Und in einem Interview hat dein Bandkollege Chris aber mal gesagt, ihr seid auch eine sehr nachdenkliche Band. Wenn ihr gerade über Deutschland nachdenkt, über das, was hier passiert, was gesellschaftlich und politisch los ist, was für Assoziationen hast du da, was stört dich? Ach Gott, es gibt so wahnsinnig viele Ebenen, wo ich sage, es stört mich, und dann fällt mir aber immer wieder auf, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Stein schmeißen und so. Aber natürlich, wir machen uns viel Gedanken, und ich stelle immer wieder fest, egal wie ich es drehe und wende, dass ich das Gefühl habe, dass in ganz vielen Entscheidungen die Nachvollziehbarkeit für mich fehlt, weil ich am Ende des Tages das Gefühl habe, dass der Markt immer über der Menschlichkeit steht in vielen Entscheidungen. Und da bin ich dann zum Beispiel bei Themen wie Gesundheitspolitik oder das Konsumverhalten irgendwie von jedem Einzelnen von uns bestimmt auch, aber dann auch in der Masse, dass unser Wohlstand einfach auf Kosten von Menschen nur aufrechterhalten werden kann. Gerade wenn man immer wieder hört, dass man ja jetzt eine europäische Politik führt oder dass man eine Weltpolitik sogar irgendwann führen möchte, dann muss ich sagen, mein Gott, also wenn mein Wohlstand hier zur Folge hat, dass Menschen auf der anderen Seite der Welt ausgebeutet werden und verhungern und leiden, dann habe ich damit grundsätzlich erstmal ein Problem, und das wird so oft unter den Tisch gekehrt. Und ist das was, wo du auch eine Möglichkeit für jeden Einzelnen siehst, da im täglichen Leben selber ein Statement zu machen durch die kleinen Dinge, die man so tut? Auf jeden Fall, also vor allem durch die kleinen Dinge. Ich finde es immer wahnsinnig schwierig, wenn Menschen, die gucken, was ihnen innerhalb ihres Lebensstils irgendwie möglich ist, an Verzicht oder an Energie aufzubringen, um so ein kleines Stellrädchen mitzudrehen, was vielleicht zu einer gerechteren oder besseren Welt führt, dass die sich so oft dann anhören müssen, dass entweder, ach, das in dem Ausmaß macht das keinen Sinn, was soll ich alleine schon, oder wenn du das machst, dann musst du auch so, ja, wie du isst kein Fleisch, dann darfst du auch keine Eier und keine Milch essen, oder du trägst doch Nike-Schuhe, dann kannst du doch nicht sagen das oder sowas. Natürlich ist alles oftmals richtig, aber ich denke, dass es primär erstmal wichtig ist, dass man jedem die Möglichkeit gibt, innerhalb seiner Range irgendwie zu entscheiden, wozu bin ich in der Lage, und nicht die Flinte ins Korn zu werfen und sagen, das macht alles keinen Sinn, weil die Energie kann nur am Ende durch eine Masse entstehen, und da aber eben auch ja aufklärerische Arbeit irgendwie leisten an ganz vielen Stellen. Ich glaube, dass es vielen Menschen überhaupt nicht bewusst ist, was es bedeutet, dass sie ihre abgepackte Mortadella irgendwie im Supermarkt zu diesem Preis kaufen können. Meinst du denn, also hast du das Gefühl, wenn du wählst und deine Stimme abgibst, dass du wirklich das was verändern kannst? Es ist schwer. Also erstmal auch finde ich auch dieses Wahlkampfverhalten, also ich finde auch, das Wahlverhalten spiegelt wieder, dass in diesem Wahlkampfverhalten, so wie sich das irgendwie entwickelt hat, dass da auch irgendwo der Wurm drin ist. Ich habe immer das Gefühl, okay, ich stehe jetzt mit leeren Händen da. Ich muss selber so viel recherchieren, um zu wissen, welche Partei passt denn jetzt wirklich. Und es ist oftmals auch so konfus. An ganz vielen Themen gibt es Überschneidungen, an anderen wieder nicht und so. Und der Wahlomat ist am Ende auch für den Arsch. Also so, das ist schon, das finde ich schon auch, finde ich schwierig, dass unsere Politiker sich das auch diesen Wahlentzug so wenig zu Herzen nehmen. Ich finde Wählen gehen unglaublich wichtig, weil ich finde, dass die Demokratie ein System ist, was ich persönlich sehr schätze und was eine lange Geschichte hat, wo viele Menschen sogar ihr Leben für gelassen haben. Es ist eine blutige Menschheitsgeschichte, die dazu geführt hat, dass es an diesem Ort jetzt zumindest möglich ist. Und es ist immer noch so, dass an anderen Stellen der Welt es nicht möglich ist und dass da Menschen für auf die Straße gehen und kämpfen. Und ich finde es allein schon diesen Menschen gegenüber unfassbar respektlos, wenn man es nicht wertschätzt, dass man Teil einer Demokratie sein kann. Und ja, ich glaube, dass ich ein Stück weit vielleicht auch was damit verändern kann, weil so ein Wahlergebnis ja eventuell im Bestfall einer Politik auch den Spiegel vorhält. Also selbst wenn jetzt alle losgehen und die Partei wählen, dann ist das ein Zeichen. Nochmal zum Schluss, wir haben jetzt schon über ganz viele Themen gesprochen, aber gibt's noch irgendwas, was du loswerden möchtest oder was dir vielleicht ganz besonders wichtig ist? Ja, das klingt jetzt wahrscheinlich echt so, das ist schon schmalzig und so moralapostelmäßig, aber ich versuche für mich persönlich irgendwie in meinem Alltag mir selber auch immer mal wieder Fragen zu stellen und auch Fragen an mich selber,
nicht, was hat er, was ich nicht habe, sondern was habe ich, was er nicht oder sie nicht hat. Und im eigenen Ermessen zu schauen, wie kann ich Teil einer besseren Welt werden. Und wenn es, also was heißt eine bessere Welt? Also ein schönes, es geht am Ende des Tages ja um ein schönes Miteinander und dass möglichst viele Menschen auf einem Haufen leben können und jeder möglichst viel Glück erfährt. So, und Zufriedenheit vielleicht sogar, ja. Nicht so viel Zufriedenheit, dass man ausgebremst wird. Und das kann damit anfangen, dass man der Oma, die im dritten Stock wohnt, die Einkäufe irgendwie ab und zu mal erledigt. Und das kann so weit gehen, dass man eine Partei gründet oder dass man irgendwo am Ende der Welt eine Wasserleitung zieht. Aber bei sich selber anfangen und zu schauen, irgendwie, was man hat und es wertzuschätzen und zu gucken, ob man in der Lage ist, irgendwo was davon abzuknüpfen und abzugeben. Und da bin ich so fest von überzeugt, weil ich fahre damit so gut und habe so viele nette Menschen um mich drum versammelt. Und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass das irgendwie ein ganz guter Weg ist. Aber ich stehe noch am Anfang. Schön weitergehen. Das war Jen von Großstadtgeflüster bei Eine Stimme. Vielen Dank für dein Interview. Ich habe zu danken, war sehr schön. Dankeschön.